Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Kleines Land von Kalle, den Ultramapping Man. Hier, Kalten ist erledigt, wir bringen das Zeug in den Hof. Machen den leer und dann müssen wir Dünger kochen. Unser Getreide ist gewechselt, wir können düngen. Schicki fein. Uns sollte ja auch hier nicht langweilig werden, deswegen gehen wir ordentlich an die Arbeit, ne? Immer vorsichtig hier mit der Verschilderung, haben wir euch schon mal gesagt, ne? Kalle sieht er. Musst du aufpassen. So, dann, ja, kaufen wir Dünger. Wir haben Düngerstreuer voll. Oh, nee, wir kaufen. Ja, obwohl, ja. Ich spiele mit Position Farming, ne? Ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich ist da noch gar kein Dünger drin, ne? Das ist dann ordentlich schnell hin. So lange Rede, gar keinen Sinn, wo stellen wir denn jetzt die Dünger? Kalkpaletten eben kurz hin. Stellen wir es kurz hier hin. Ja, dann stell die das da mitten in den Weg, ist doch kein Problem für uns. Lange ist raus, ne? Machen wir eben Dünger. Kostet alle Geld, ne? Kaufen. Ja, okay. Kaufen. Ja. Okay, kaufen. Ja, okay. Danke. Oh, ich war mit dem Dings da, ne? Das war nicht so günstig. Abflug. Wir müssen noch mal zum Händler heute. Da waren wir auch noch gar nicht so oft. Ja, nee, ich schon. Wollen wir noch ein paar Mal, ey. So kannst du auch Geld ausgeben. Aber wenigstens ist da schon gekalkt, ne? Dieses Feld lacht mich ja ein bisschen an, ne? Der macht nicht den Gang raus, ne? So, was ist denn da drüb? Auf, ne, gehst, ne? Was kostet der? Sag mal. Oh ne, wir haben gerade das Bodenproben-Ding. Oh ja, alles klar. Hä? Nö. Ich hab doch nicht so groß Interesse dran, ist mir ein bisschen zu teuer. Die nehmen sie von der Lebenden, ne? Sag mal schön. Oh nee, ich hab einen falschen Schleppe. Wir müssen den hier mal eben nachrüsten. Wir brauchen noch GPS, du. Das ist sonst Müll. Sagen wir, wie es ist. Zum Düngen und so, ne? Gang raus. Und kommt so rein. Sonst rollt hier ja alles durch die Gegend. Love me, dip, dip, da. Configuration. Ja, yeah, ich brauche hier GPS. GPS. Ja. Konfigurieren. Ja. Dieser Kunderschredder hat mal wieder richtig Kohle gekostet, ne? Da hängen wir erstmal wieder alles an. Das haben wir. Nehmen wir eben die Dürung hier mit, ne? Wir brauchen es ja dazu. Der ist wieder auf dem falschen Gerät, ne? Schmeiß mal rein da eben. Danke. Ich werde dich in meine Abendgebete mit einschließen, weil du das so gut machst. Schickram, ne? Irgendwas ist hier immer. Oh, wir sind schon voll. Ja, dann Abflug. Wenn du einen Gang haben hast, wir haben GPS, ne? Ach, wie muss ich jetzt hier nicht Monitore schalten? Tatsache. Oh oh. Ich glaube, wir haben jetzt doppelte Tastenbelege. Oh, hier ist aber auch schwer, Junge. Das ist ja komisch.
ein anderes wie Kalb. Warum war nicht so mit. Oh nee, jetzt habe ich doppelte Tastenbelegung. Ja, muss er jetzt leider durch. Ihr seht es ja hier. Hat Sven damals eingebaut. Ne? Aber da ich hier GPS drauf liegen habe, ist das nicht so günstig. Bevor wir langsam hier hin, halt ich mir eben an. Danke. So, wir brauchen jetzt mal automatische Breite. 18 Meter. Okay, dann machen wir hier einen Ohrpunkt. Wir fahren mal ein paar Meter vor. Düngen 1 ist das, ne? Speichern wir. Danke. Auf Wert hat er jetzt noch drin gelassen. Ist jetzt GPS angemeldet? Ne, ne? Ach nee. Jetzt müssen wir erst GPS aktivieren, belegen. Okay, machen wir gleich. Machen wir lieber sofort. Weil das dauert ja jetzt wieder ewig. Tastenbelegung. GPS. Wo muck wieder denn hin? Na unten? Ah, irgendwas Blechner. Wie viele Tore sind, ey? Ist Ostern und Weihnachten vorbei, du? Schickram, Schickram. Ja, so ist das, ne? Ist ja nicht so das aktivieren, ne? Oh, ich bin auch auf dem falschen Ding, ey. Ich krieg einen Föhn, ey. GPS an, aus. Was ist da? Mach den jetzt mal wieder dahin. Das war GPS-Menü, ne? Jetzt haben wir es total verbuddelt. GPS automatisch, automatische Führung aktivieren. Ist doch hier. Nein. 30. Steuerung speichern. Ja, das ist LS19, ne? Wenn du da in eine Tastenbelegung gehst, auf dem falschen Menü, bist du übermorgen noch da. Siehst du? Lalalalalalalala. Okay, danke. Wir gehen wieder in dieses Menü. Ne, wir gehen hier hin. Danke. So, haben wir jetzt GPS. Und hier? Alles klar. Gut, passt. Ne, mach mal an hier. Kloppen wir in den Rückwärtsgang rein, machen wir Handbremse raus. Jetzt schaltet er nicht mehr, oder was? Willst du mich gerade für Hunde piepen? Ja, wollte er nicht. Schick, oder? Ist ein bisschen leichter für Vorderachse, ne? So, wie viel streuen wir? Wir haben doch hier Bogeninformationen gezogen. Warum macht er denn hier keine Bogeninformationen? Das ist so. Nicht richtig, was er hier macht.
düngst du hier nicht, wie du düngen sollst? Ja, das ist aber irgendein Bug, oder? Guck mal, der tut volle Pulle düngen, obwohl wir gar nicht volle Pulle düngen wollen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so richtig. Ja? Was machen? Das war erstmal durch. Ja, das ist ein Bug. Oh, wir brauchen noch ein Bild, ne? Das geht, bevor wir am Ende sind. Blub. Was willst du machen, ne? Nix, kannst ja nichts gegen machen. Was soll ich denn dagegen ändern? Und die Spur? Schon nur da, wo wir sie gerade nicht brauchen, ne? Was hat der Onkel gesagt? Nur da, wo wir sie gerade nicht brauchen. Nicht so einfach, ne? Aber ist halt so ein Leben. Kannst du immer alles haben. Ich gar nicht war das so ein LS19, dass Position Forming hier irgendwie nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich weiß das nicht mehr. Wir müssen hier in die Spur. Ich weiß das echt nicht mehr. Ich bin ganz ehrlich. Fangen wir irgendwie hier an. Das war mit dem ganz mit dem Fenster hier, ne? Das geht. Gibt schlimmere was im Leben. Und jetzt ist unser Boden überdüngt. Boah, drauf reizen die 200 Kilo N noch in der LS22? Was ist das denn? Die letzte Bombe, ne? Nee, doch, nicht. Okay, dafür müssen wir mal runterfahren. Nee, müsste passen. Aber nee, wir fahren noch mal runter. Sicher, sicher. Wenn, dann wollen wir auch alles tun, ne? So, ich muss die Zäune mal wieder so ein bisschen akklimatisieren. Ich muss ja irgendwas grün tun. Schickram, Schickram, du. War ja nicht so geplant. Also hier brauchen wir nicht, denn jetzt zieht sich ja selbst Stickstoff. Ja, dann ist ja auch ganz gut gewachsen. Das heißt, also hier, ja, schnell in die Weizen. Ja, das läuft noch. Dann haben wir das auch schon erledigt. Wollen wir uns da auch nicht mehr drum kümmern. Man ist fertig. Da brauchen wir nicht. Dann müssen wir nächstes Mal halt noch die Wiesen düngen. Aber das ist ja kein Problem. Das kriegen wir noch hin, ne? Nee, hat aber auch einen Spritverbrauch, unser Fento. Leck mich fett. Das ist krass. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Er hat's gemacht. Ja, alles klar. Er hat genügt.
würde ich mich über ein Däumchen freuen, ne? Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.